So, hallo meine fabelhaften Schütze und Schütze-Aszendenten. Ich begrüße euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und ich will jetzt mal gucken, was bei euch im Januar los ist. Erstmal so. Eine Sache noch in eigener Sache. Es kommen jetzt ja noch Änderungen. Ich habe sie ja jetzt schon lange angekündigt. Bin jetzt gerade echt voll mittendrin auf Deutsch gesagt. Da kommt jetzt demnächst noch ein Video. Da frage ich euch erstmal was und dann wäre das schön, wenn ihr mir ein entsprechendes Feedback da drauf gebt. Es sollen auch noch live Kartenlegungen geben. Also einige, das werde ich aber dann in dem Video alles erzählen. Gegen eine Gebühr natürlich dann, wenn ich live lege. Aber ihr kriegt dann eure Antworten eben auch sofort und dann eben auch persönlich auf YouTube, wie gesagt. Ja. Alles andere erkläre ich dann in dem Video drinne. Alle Neuen unter euch begrüße ich natürlich ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr zu meinem Kanal gefunden habt. Das wird dann oder hat dann auch seine Richtigkeit. Wenn euch das gefällt, was ich hier tue, abonniert den Kanal. Ich freue mich auch über Däumchen hoch, über sehr nette Kommentare. Ich kriege auch immer sehr nette Kommentare. Es sind nur ganz wenige dabei, deswegen, ich gucke mir sowieso jeden einzelnen Kommentar wirklich an. Weil ich oftmals, früher hatte ich das komplett freigeschaltet, dass man es sofort sehen kann, also wundert euch nicht. Das habe ich rausgenommen, weil ich so viel nicht so schöne, gar nicht mal Kommentare, aber Verweisungen auf Sexseiten und so weiter, das will ich natürlich auf meinem Kanal absolut nicht haben. Deswegen damit unterbinde ich das. Das heißt, wenn solche komischen E-Mails mit Verlinkungen auf irgendwelche Seiten kommen, die werden von mir sofort rauskatapultiert. Ich weiß, dass man es teilweise im Live-Chat auch machen kann. Ich muss mal gucken, auch da habe ich schon auf meinem anderen Kanal auch so meine Problemchen mit gehabt. Ist klar, die versuchen immer irgendwie an irgendwelche Leute ranzukommen. Aber gut, das ist erstmal nur nebenbei. Ich möchte jetzt einmal gucken, was bei euch im Januar los ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt nicht vorgemischt, das machen wir jetzt direkt. Wir fangen mit den Seelenorakel an. Mit einer übergreifenden Botschaft. Denkt bitte dran, das ist eine allgemeine Legung. Kann und wird natürlich nicht auf jeden zutreffen. Aber ich versuche es so allgemein wirklich wie möglich auch zu halten. Das hat eigentlich auch bis jetzt immer so weit gut geklappt. Schaut nochmal in eure Venuszeichen, in euren Aszendenten rein, Mondzeichen, was für euch momentan gerade vielleicht eventuell wichtig ist für diejenigen, die da sich vielleicht dann doch schon ein bisschen auskennen. So, für die Schützen bitte. Muss ich mal eben ganz kurz mich konzentrieren. Für die Schützen. Klare Botschaften bitte hier, liebes Universum, für den Januar 2023. Da haben wir zwei. Interessant. Die Visionssuche haben wir hier einmal. Und den Fluss. Es kommt hier etwas ins Fließen. Und das ist sehr, sehr schön. Kommen wir einmal zur Visionssuche. Da geht es darum, da muss ich eben mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob ich es noch ganz zusammenkriege. Ich habe sie schon mal gehabt, die Karte. Das haben wir gleich. Ja, also normalerweise sagt es ja eigentlich schon der Name. Hier geht es darum, Klarheit zu gewinnen über sein Leben, über das, was man will. Über die Wünsche, die man hat. Ne? Geh raus, geh spazieren, such dir, sag ich mal, die Klarheit, die du brauchst. Die wird dann auch zu dir kommen. Es geht hier um sich eine gewisse Zeit zur stillen Betrachtung einfach zu widmen. Was will man wirklich? Sich über ganz bestimmte Dinge einfach Klarheit zu verschaffen. Ne? Dieses, was ist der Sinn meines Lebens? Was ist mein Lebensweg? Für was bin ich bestimmt? Was möchte ich in meinem Leben ändern? Will ich so weitermachen? Bin ich eigentlich so ganz glücklich und zufrieden? Ich glaube, ich weiß, ihr wisst, was ich meine. Also, hoch von der Couch, im wahrsten Sinne des Wortes.
Weg vom Schreibtisch und raus mit dir. Der große Geist hilft allen, die sich selbst helfen. Also nimm dir etwas ganz fest vor und bitte die Natur um eine Vision für dein Leben. Dann haben wir hier den Fluss. Den habe ich natürlich jetzt schon öfters gehabt. Beim Fluss geht es praktisch um Bewegung. Es kommt jetzt Bewegung in deine Absichten eben auch rein. Du sollst ihnen ihren Lauf lassen und nicht eingreifen. Das heißt, du sollst jetzt einfach mal abwarten. Visionssuche ja, aber momentan nicht eingreifen, sondern das Universum auch ein bisschen für dich arbeiten lassen, um es auf den Punkt zu bringen. Die Akasha-Krone, ihr müsst entschuldigen, es läuft gerade da meine... Kleinen Moment mal eben. Ich hoffe, es war jetzt eben nicht zu laut, das war meine Waschmaschine, die schleudert gerade. Ne? Dann sind die immer ziemlich laut, aber ich hatte da die Tür auf, deswegen, da habe ich vorhin jetzt echt nicht dran gedacht. Akasha-Chronik habe ich natürlich vorhin schon geöffnet. So, bitte einmal eine Botschaft oder Botschaften, sag ich mal, für den Schützen, für den Januar. Ja, ja, okay. Das sollte reichen. Was haben wir denn da? Ja, ihr habt euch Isolation haben wir. Hier seid ihr gewiss, du bist immer und zu jeder Zeit sicher und geschützt. Das Universum ist bei euch. Auch wenn ihr euch jetzt mal eine gewisse Zeit zurückzieht in euch selber, das heißt das. Es heißt jetzt nicht, dass ihr isoliert seid, sondern dass ihr euch selber, sag ich mal, vielleicht auch schon zurückgezogen habt. Einfach mal eine Ruhepause. Ihr sollt es ja jetzt fließen lassen. Ihr sollt jetzt momentan nicht eingreifen. Wir haben hier die höhere Perspektive. Gib deine begrenzten Sichtweise auf und verschiebe deine Energie in eine höhere Perspektive. Blickwinkel kann man auch dazu sagen, ne? Über den Tellerrand rüberschauen. Was gibt's denn da noch? Versteht ihr? Also die Vision schon suchen, nicht eingreifen, jetzt keine neuen Projekte momentan anfangen oder irgendetwas, aber sich Gedanken darüber machen, bestimmte Dinge schubst sich dann schon von alleine an. Und wir haben hier den Erzengel Gabriel, lass dunkle Gedanken und Gefühle los, bitte um Reinigung und lass sie einfach geschehen. Sehr, sehr schön, passt hier auch alles stimmig zusammen, sag ich mal. Das Cloudburst-Orakel nehme ich jetzt nochmal mit dazu. Und zwar für den Schützen. Bitte eine klare Botschaft. Was haben wir denn da? Wir haben unvergessen Gipfelstürmer und Lady of the Seas. Sehr schön. Unvergessen. Als du noch klein warst, hattest du einen bestimmten Traum. Erinnere dich daran. Nun bist du groß, also erfülle ihn dir jetzt. Viele sagen, ich weiß gar nicht, was ich als Kind für einen Traum hatte oder was ich mal werden wollte. Oder vielleicht kommt es dir aber auch wieder in den Sinn. Wenn man als Kind sagt, ah, ich wollte schon, keine Ahnung, immer mal mit dem Boot fahren oder bin ich bis jetzt noch nicht. Ich wollte schon immer reiten gehen, bin ich noch nicht. Also versucht euch da mal ein bisschen zurückzuziehen. Du bist von oben geschützt, du brauchst dir gar keine Gedanken zu machen. Oder ihr braucht euch keine Gedanken zu machen. Die Schwingungen erhöhen sich jetzt gerade von ganz alleine, kann ich euch sagen. Wir haben hier noch den Gipfelstürmer. Für dich gibt es jetzt nur noch einen Weg und dieser führt nach oben, nach vorne, sagt man auch dazu, ne? Es geht nur noch straight ahead, geradeaus, ganz genau. Und Lady of the Seas, nichts und niemand wirft dich aus der Bahn. Am Ende stehst du aufrecht. Sehr schön. Du hast aus der Zeit jetzt, die letzten Monate, letzten Jahre gelernt. Dadurch kriegst du schon automatisch eine höhere Perspektive, die du dir eben auch angucken sollst. Auch vielleicht spirituell gesehen. So. Jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Ich kriege manchmal Energien von oben. Da muss ich mich immer schon mal selber runterfahren. So, jetzt muss ich mich einmal kurz konzentrieren. Gut, die wollte jetzt unbedingt raus. Klare Botschaften hier für die Schütze. Ich muss mich mal hier ein bisschen anders hinsetzen, wenn ich so ein bisschen krumm sitze. So, Veränderung.
Nachrichten, Brief. Und die in die Mitte. Klarheit verschaffen. Passt mit der Visionssuche für mich zusammen. So, und wie geht es dann weiter? Das ist sehr gut. Also ihr werdet euch auf der einen Seite, bekomme ich rein, um eure Gesundheit kümmern. Vielleicht liegt da einiges im Argen, aber auch so wächst und gedeiht es. Dann haben wir hier die Mäuse. Ängste, Sorgen, Zweifel an euch selber. Und mit Kraft und Stärke geht es weiter. Endet es. Also, was haben wir denn hier überhaupt? Oh. Ja, das ist sehr wichtig. Sehr wichtig ist, sich diesen Monat Klarheit zu verschaffen. Visionssuche haben wir, ne? Es fließen zu lassen. Veränderungen kommen so oder so bei euch rein. Eventuell auch in Form eines Briefes oder es ist schon passiert, es kann sein. Dann werdet ihr hier den Durchblick bekommen, euch Klarheit verschaffen. Ihr werdet viele Dinge klarer sehen, was ihr vielleicht wollt, in welche Richtung es weitergeht. Ihr wollt euch eventuell auf der einen Seite um eure Gesundheit kümmern. Da sind noch ein paar Ängste und Zweifel. Sorgen, Ängste, Zweifel, irgendwas, was man ein bisschen beiseite schiebt. Ich nehme jetzt nochmal die Zusatzkarten hier dazu. Ich habe von diesem Deck hier, sage ich mal, jetzt noch so ganz kleine hier. Die will ich demnächst auch mitnehmen für unterwegs. So, einmal bitte für das Schicksalskreuz hier. Ich sage das immer so. Geht das schon wieder los? Finanzielle Angelegenheiten regeln, da ein Auge drauf haben. Und Verpflichtungen, die ihr habt, die ihr zu erfüllen habt. Eventuell auch, was partnerschaftliche Sachen angeht. Wenn ihr verheiratet seid oder die wollte sowieso schon fallen für den Brief. Veränderung, da seid ihr direkt dran beteiligt. Ich glaube, ihr ruft sie auch hervor, sagen wir das mal so. Also in bestimmten Lebenssituationen oder in einer bestimmten Lebenssituation von euch. Klarheit darüber zu verschaffen, was lasse ich hinter mir. Die Gesundheit, das sind die, also ihr achtet wieder mehr auf eure Gesundheit, das kriege ich hier auch so rein. Ihr wollt wieder mehr für eure Gesundheit tun, mehr Bewegung, vielleicht eine Diät, einfach mal wieder anders essen. Vielleicht war das jetzt auch über die Feiertage, so wie es jedes Jahr ist, einfach auch ein bisschen zu viel, aber es verwurzelt sich auch etwas. Es kann auch sein, dass ihr euch in andere Richtungen orientiert, etwas anders macht, aber ihr wollt das gesund machen. Ich weiß gar nicht, wie soll ich das ausdrücken? Dann haben wir hier die Routen. Ja, das sind diese Ängste, Zweifel. Kann ich das machen? Ihr unterhaltet euch auch darüber. Ihr diskutiert das. Das ist auf der einen Seite auch schön. Und dass man nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, das brauche ich euch nicht zu erzählen. Und für den Bären, was gibt ihr mir da noch? Schlau vorgehen. Es müssen eventuell noch Umwege gegangen werden. Also es geht nicht so geradlinig los. Ihr habt aber die Kraft und die Stärke, hier eventuell auch, wenn es um eine Beziehung geht, die Schlange zu erkennen. Ich sage das jetzt mal so, ich bringe es mal auf den Punkt. Die Schlange ist immer, auf der einen Seite heißt es für mich auch, die alte Haut abzustreifen. Ich möchte hier eigentlich nochmal Klärungskarten drauf haben. Das geht schon ein bisschen in die Tiefe rein hier. Klar, Moment mal. Ich muss mir noch mal eben ein paar andere Karten holen. Mit was? Ich nehme mal die Sanssouci Cards. Deck 1 nehme ich mal mit dazu. Gib mir hierzu bitte noch mal. Und zwar, was interessiert mich? Das hier ist mir klar.
Klarheit darüber, was zurückgelassen werden muss, was sich totgelaufen hat, was einfach nicht mehr zu euch gehört. Auf den Baum und auf die Störche möchte ich bitte noch einen Hinweis haben. Auf den Baum und auf die Störche. Neid, Missgunst, Schadenfreude, Feindseligkeiten, Böshaftigkeit, böser Blick, Gerüchte verbreiten. Vielleicht seid ihr dem ausgesetzt gewesen und da sagt ihr, nee, das soll jetzt hier alles mal ein bisschen hinter mir bleiben, das will ich nicht mehr. Vor allen Dingen Neid und Missgunst, vielleicht auch anderen gegenüber, und hier werdet ihr diese Menschen werdet ihr aus eurem Leben schmeißen. Vielleicht hat das auch mit einer Frau zu tun, denn hier kommt der Phönix aus der Asche. Ihr werdet jetzt erkennen, das lasst ihr nämlich hinter euch, weil das euch nicht gut tut. Also das wisst ihr auch und da führt ihr jetzt auch eine Änderung vorbei. Alle Menschen, die nicht mehr zu euch gehören, die nicht mehr zu euch passen, die sich komisch euch gegenüber verhalten haben, vielleicht sogar missgünstig verhalten haben, die schmeißt ihr jetzt alle aus eurem Leben raus, weil hier kommt die Reinigung, hier kommt der Phönix aus der Asche. Hier wird Ballast abgeworfen, hier wird sich transformiert, die Kraft und die Stärke kommt wieder zurück. Interessant. Dann möchte ich nochmal auf die Mäuse und auf die Ruten. Okay. Gucken, kann ich mir dann Erziehung, Durchsetzungskraft, da arbeitet ihr dran, Gleichberechtigung, Familienleben. Ihr macht euch vielleicht auch ein bisschen Gedanken um eure Familie. Ihr seid im Wunderland der Gedanken, nichts und nicht das erste, sondern dass der zweite Gedanke ist, der richtige, ungewöhnlich, unkonventionelle Wege zu gehen. Zeit für Entscheidung, keine Angst vor Veränderung. Darüber unterhaltet ihr euch auch. Welche Veränderungen stehen jetzt an? Ihr wisst, dass jetzt Veränderungen kommen. Wir, sage ich mal, das seid ihr nicht nur ihr, das sind ja natürlich andere auch, die sich jetzt um die jetzige Situation, Energiepreise, Sprit, die Inflation und so weiter Gedanken machen. Das hat natürlich etwas mit Durchsetzungsvermögen zu tun. Kann ich mich da durchsetzen? Schaffe ich das überhaupt? Welche Änderungen muss ich vornehmen? Aber ihr setzt euch auch vor allen Dingen damit auseinander. Also hier werden definitiv eventuell vielleicht sogar Streitgespräche geführt. Wie geht es weiter? Und ich soll euch aber sagen, ihr sollt keine Angst vor diesen Veränderungen zu haben. Es wird alles gut. Hier bitte nochmal auf den Bären. Und auf die Schlange, da ist die Schlange. Also hier kommt eine gute Nachricht rein. Es ist eine kleine Geduldsprobe. Ihr kommt in diese Kraft. Also ihr sollt eure alte Haut abstreifen. Ich sehe jetzt die gar nicht so als Ex-Partnerin. Das kann natürlich auch sein, weil wir hier, wenn es um Beziehungen geht, sag ich mal, werdet ihr, ich weiß nicht, ihr greift oder sollt momentan ja nicht in den Fluss eingreifen, aber ihr werdet hier Klarheit bekommen, wenn es um eine Beziehung geht, wo auch Geld, sag ich mal, eine Rolle spielt. Da kommt ihr der grünäugigen Hexe, sag ich mal, auf die Schliche. Ich drück's jetzt mal so aus. Das wird definitiv beendet. Sagt, da habe ich überhaupt keinen Nerv mehr drauf. Da habt ihr auch die Oberhand drauf. Hier geht es auch um Kommunikation der Kraft. Also der Bär steht ja für Kraft, für Stärke. Es könnte auch jemand sein, sag ich mal, mit dem ihr zu tun habt, der so eine gewisse Autorität einfach darstellt, der euch da berät, dass ihr, sag ich mal, da nicht in diese Schlangenfalle reingeratet. Oder es bedeutet, dass ihr in eure Kraft und Stärke wieder zurückkommt, was ich eher glaube. Diese alte Haut der Schlange abstreift und euch da jetzt wirklich wieder gesund weiterentwickelt. Ne? Weil die Schlange guckt dahin. Und die Schlange guckt dahin, das geht raus. Auch dieses, der Bär hat noch ich weiß gar nicht, wie soll ich das sagen. Der Bär hat ja, Kraft und Stärke, so würde man den Bären im Grunde genommen ja auch sehen, wenn er auf einen zukommt.
ist natürlich manchmal auch ein bisschen angsteinflößend, aber auf der anderen Seite, hier kommt eine Nachricht rein. Da haben wir auch die Sonne. Es hat auch etwas mit Durchsetzungskraft, mit etwas Altem auch zu tun. Hat auch immer mit Führungsqualität zu tun. Widerstandsfähigkeit. Vielleicht ist man eben auch wütend auf eine ganz bestimmte Person und führte deswegen diese Veränderung herbei. Wie gesagt, ich gehe jetzt schon wieder ins Detail. Ich glaube eher, dass ihr diese Kraft und die Stärke aufbringt oder ihr habt mit so einem Menschen einfach zu tun. Es kann hier auch um einen Menschen gehen, der, sag ich mal, sehr eifersüchtig ist, der ein sehr ausgeprägtes Besitzdenken hat, Schutz, Besitz, Beschützer, Instinkt. Also Kommunikation findet da statt. Etwas gesundet. Eine Veränderung kommt hier durch, entweder durch, glaube ich, durch euch selber herbeigeführt. Ihr werdet über eine ganz bestimmte Sache Klarheit gewinnen. In Form, ihr seid auch beschützt von oben, das habe ich ja gesagt, das spiegelt sich hier auch nochmal wieder mit den Engelsflügeln. In Form eines Briefes, einer Nachricht, kann eine E-Mail sein, etc. Oder ihr fangt eine Nachricht oder lest euch schon mal eine Nachricht und dadurch, ja, gewinnt ihr diese Krankheit, sag ich schon, die Klarheit. Und dann wisst ihr auch ganz genau, was ihr hinter euch lassen müsst. Was sich totgelaufen hat, gehört nicht mehr zu euch. Das werdet ihr dann jetzt auch loslassen. Und selbst wenn ihr euch erstmal diese Isolation wählt, dass ihr euch ein bisschen zurückgeht, in die Natur einfach mal geht, um wieder einen klaren Gedanken fassen zu können. Ihr versteht, was ich meine, ne? Ich rede schon wieder zu viel. Ich bin schon wieder voll in meinem Fluss drin. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht zu schnell rede. Kriege ich da noch irgendwas rein? Ja, ihr lasst etwas hinter euch. Ihr lasst es fließen. Ihr sollt ja jetzt eigentlich nicht eingreifen. Das Universum ist für euch da. Ihr seid jederzeit sicher und geschützt. Euch kann eigentlich keiner etwas. Ihr werdet praktisch wie der Phönix aus der Asche. Und diese grünäugige Hexe hier, die wird beerdigt hier. So, fertig, aus. Ne? Boshaftigkeit, launenhaft, hat Gerüchte. Also euch fällt es dann wie Schuppen von den Augen durch. Irgendwas seht ihr, erhaltet ihr, kann durchaus sein. Und dann sagt ihr, aha, da kommt das also her. Ne? Wo ihr vorher sagt, wer ist das bloß? Oder irgendwie, vielleicht hattet ihr auch immer schon so ein komisches Gefühl. Verstehst du, manchmal hat man ja so Emotionen, sag ich jetzt mal. Dem werdet ihr einen Riegel vorschieben. Hier geht es in die Gesundheit. Ihr kümmert euch wieder ein bisschen um euch selber und was auch so richtig ist und was nicht mehr zu euch. Auch wenn da vielleicht noch Sorgen ist, so ungefähr, wie geht es weiter? Da werdet ihr euch auch drüber unterhalten. Aber ihr fangt auch jetzt endlich an, sag ich mal, was dagegen zu tun. Oder eure alte Haut hier abzustreifen. Dazu gehört natürlich auch ein bisschen was. Wir haben hier unvergessen. Wir haben hier den Gipfelstürmer. Hier, auch hier haben wir das Positive drinne. Ihr seid beschützt. Nichts und niemand wirft dich aus der Bahn. Am Ende stehst du aufrecht da und sagst, so meine Lieben, jetzt erst recht. Verstehst du? Gut, das bis hierhin. Ich wünsche euch dabei natürlich viel Erfolg. Und alles andere erfahrt ihr da, wie gesagt, im nächsten Video. Wie ich die Jahreslegung jetzt noch mache, weiß ich noch nicht. Aber ich wollte jetzt wenigstens den Januar schon mal erledigt haben für euch. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.